zwei, los geht's. Lernt ihr wieder ein neues Stück, Hevenu Shalom Alechem. Bei diesem gibt es wieder einen Auftakt, genauso wie in dem Lied Mein Hut, der hat drei Ecken. Da haben wir immer geübt, mein Hut, und dann haben wir erst losgespielt bei dem Hut. In diesem Stück müssen wir sogar drei Noten abwarten. Hevenu Sha, und erst auf dem Sha beginnen wir mit der roten Seite, mit der D-Seite. Also, Hevenu Sha, sprecht mal mit. Hevenu Sha. Dann seid ihr bestens vorbereitet, wenn es jetzt gleich losgeht. Und wir zählen trotzdem normal. 1, 2, los geht's. Und dann geht's los für uns. Nur die Melodiestimme beginnt eben etwas eher. Für dieses Stück brauchen wir drei Saiten. Die blaue Saite, die rote Saite und die grüne Saite. Wir spielen erst zwei Takte lang die rote Saite. Also 8 Töne, dann kommen 2 Takte lang die grüne Saite. Dann wechseln wir ganz weit entfernt, nämlich auf die A-Saite, auf die blaue Saite für 4 Töne. Gehen auf die rote Saite zurück, wieder zur blauen Saite und wieder zur roten Saite. Wie oft die Töne dann kommen, seht ihr in den Noten. Wir probieren das gleich mal zusammen aus. Mitsingen. Hevenu Sha. Zwei, los geht's. Nun mit Bogen. Einmal ohne singen und einmal mit singen. 1, 2, los geht's. Wie soll ich denn jetzt auf die A-Seite kommen, auf die blaue Seite, ohne dabei die mittlere Seite zu treffen? Wie soll das gehen? Okay, mal ganz ruhig, wir kriegen das schon hin. Also, wir spielen ja die grüne Saite und müssen danach auf die blaue Saite. Dafür benutzen wir unseren Ellbogen wieder. Also wir spielen die grüne Saite, dann wippen wir nach oben und spielen die blaue Saite. Und dann klappt das schon. Jetzt probieren wir es nochmal. 1, 2, los geht's. Hevenu Sha.
euch allen. Wir wünschen Frieden, Frieden, Frieden alle Welt. Eins, zwei, los geht's. Thank you.